Sei gegrüßt, liebe Seele, und herzlich willkommen zur Einstellung in den göttlichen Heilstrom von Bruno Gröning in Notsituationen. Diese Heilstrom-Meditation hilft dir bei allen Notfällen in deinem Leben. Wenn dir alles über den Kopf wächst, wenn dir alles zu viel wird, wenn Last und Angst, Unbehagen oder Schmerzen dich plagen, wenn du krank bist. Du kannst alles Belastende, all deine aktuellen Probleme, deine Schwere, Sorgen oder belastende Gedanken ganz intensiv und spürbar in Gottes Hände abgeben, abfließen lassen und dich befreien. Bitte lege dich dazu ganz entspannt und bequem auf den Rücken, am besten in deinem Bett. Schließe deine äußeren Augen und atme in deinem Rhythmus dreimal tief ein und aus. Atme jeweils durch die Nase ein, halte die Luft kurz an und atme durch den Mund kräftig wieder aus. Du kannst auch gerne einen Ton der Erleichterung machen. Drücke nun mit den Handflächen nach unten auf die Unterlage. Feste drücken. Noch fester. Höre jetzt auf zu drücken, lass los und entspanne. Schicke dieses Gefühl der Entspannung durch deinen gesamten Körper. Von deiner Brust bis zu deinen Armen in die Hände. Von deinem Kopf bis zu deinen Zehen. Hebe jetzt deine Arme leicht und gestreckt langsam hoch, langsam heben, halten und jetzt locker fallen lassen. Und noch einmal, drücke deine Hände in die Unterlage, feste drücken. Noch fester und höre auf zu drücken, lass los und entspanne. Und sende dieses angenehme Gefühl der Entspannung durch deinen ganzen Körper. Beginne nun langsam entspannt und sanft mit deinem Kopf von links nach rechts zu schaukeln. Entspanne dabei deinen Nacken, dein Gesicht und deinen Kiefer. Lass deinen Kiefer los. Und halte inne. Halte deinen Kopf wieder geradeaus
und sende wieder dieses Gefühl der Entspannung durch den gesamten Körper. Spreche in deinem Inneren mit. Ich rufe jetzt die göttliche Quelle, Bruno Gröning und meine lichten Helfer an meine Seite. Ich bitte euch, ihr lichten Wesen, jetzt meinen Körper, meine gesamten Zellen, mein Energiefeld zu reinigen. Ich gebe jetzt alles in Gottes Hände, was ich loslassen möchte, was mich belastet und besorgt. Bitte reinigt mich von meinem Leid, von meinem Kummer, von meinen Schmerzen. Deine Arme liegen ausgestreckt neben deinem Körper. Bitte drehe deine Arme jetzt so nach außen, dass die Handinnenflächen nach oben zur Decke zeigen. Hebe die Unterarme etwas an, sodass du dich auf den Ellenbogen abstützt. So, als wären deine zwei Hände deine Seelenschalen. Die Hände werden ganz leicht in dieser Stellung bleiben und dich überhaupt nicht stören. Sie bleiben wie von alleine in dieser Stellung. Du fühlst dich vollkommen wohl dabei. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, was jetzt gleich geschieht. Lass es geschehen und erlebe, wie einfach es ist und wie gut es sich anfühlt. Gib jetzt alles in Gottes Hände. Alles, was dich beschwert und belastet, was dich hindert, innerlich frei zu sein, viel zu lange schon. Alles fließt in deine Hände, aus deinem Körper, aus deiner Seele, aus deinen Gedanken, aus inneren Bildern, aus der Stimmung, die damit zu tun hat. Alles. Und es beginnt zu fließen. Aus der Seele hinaus. Aus dem Körper. Aus dem Geist. Und jede einzelne Zelle befreit sich von ihren Lasten. Alles fließt in deine geöffneten Hände. Ob du diesen Strom bemerkst oder nicht, das ist nicht wichtig. Du machst jetzt einen Hausputz in deinem Inneren. Du entrümpelst, du entledigst dich. Befreie deine Seele. Schüttle die Bürde von deinen Schultern. Und all die Beschwernis fließt in deine Hände. Vielleicht spürst du, wie sich die Hände voller und schwerer anfühlen. Lass dir Zeit.
dein Inneres weiß, was du loszulassen bereit bist und was noch zu behalten ist. Betrachte nun und fühle deine gefüllten Hände mit deinem inneren Auge. Verabschiede dich liebevoll mit dem darin Gesammelten. Drehe sie jetzt ganz sachte um und leere sie aus, über den Händen Gottes. Deine Hände entspannen sich und leeren sich aus. Senke langsam deine Arme und lege deine Hände in die Hände von Gott. Und wenn deine Hände die Unterlage berühren, bist du frei. Und nichts und niemand kann dir diese Freiheit nehmen. Spüre die Liebe in deinem Herzen. Lass dich fluten von ihr. Spüre die Dankbarkeit und spüre die Erleichterung. Es geht dir von Sekunde zu Sekunde besser. Besser und immer besser. In jeder Hinsicht. Erleichtert, freier, unbeschwert. Du bist frei. Es ist ein neuer Freiraum in dir entstanden. Ein neuer Raum, den wir jetzt mit dem Heilstrom, dem göttlichen Licht, mit göttlicher Ordnung und mit Liebe füllen. Forme deine Hände wie empfangende Schalen nach oben und sage laut oder in deinem Inneren: Ich bitte nun den himmlischen Vater und Bruno Gröning, dass der Heilstrom durch meinen gesamten Körper und all meine Zellen fließt. Alles, was ich brauche, um in neuer göttlicher Ordnung in meinem Inneren zu sein. Denke nur an das Licht und spüre, wie der göttliche Heilstrom
durch dich fließt. Du musst jetzt nichts tun. Du darfst nur empfangen. Nun ist dein Körper gefüllt mit Licht und göttlicher Energie. Bleibe noch ein wenig liegen, spüre in deinen Körper und danke für die Heilung. Ich danke dem himmlischen Vater, Bruno Gröning, und meinen lichten Helfern, dass die göttliche Energie durch mich fließen konnte. Möge das Licht allzeit in mir und durch mich fließen, wirken und leuchten. Danke.